Am Freitag, den 14.10., fand in der Mehringstraße 49 die Schlüsselübergabe für die neuen Räume des Studententheaters statt. Wegen Einsturzgefahr musste der Verein aus ihrem Zwischendomizil in der Hans-Fallader-Straße ausziehen. Der Druck auf die Universität wurde erhöht, neue Räumlichkeiten zu finden. Und dann haben wir irgendwann diesen Raum hier entdeckt oder entdeckt bekommen mit der Uni zusammen. Es wurde begangen und dann wussten wir, dass finanzielle Mittel für die Renovierung der Falladerstraße eigentlich bereitgestellt waren. Und dann haben wir angefragt beim Studentenwerk, ob es auch hier verwendet werden dürfte, und das durfte es dann. Ja, die kommenden Projekte, das ist natürlich, wenn man sich jetzt hier umschaut, es ist ja noch nicht fertig. Es sieht aus wie eine Großküche und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Projektname. Aber man muss auch dazu sagen, und das weiß die Uni auch, dass ein Theater nur arbeitet, wenn es Vorstellungen macht und ein bisschen Geld einnimmt. Denn wir bezahlen Miete, es ist nicht viel, aber wir bezahlen Miete und die müssen wir auch irgendwie reinkriegen. Es kann ja nicht alles vom Stupa kommen.